Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wutal Matti, und ich präsentiere euch mein April-Update für das Jahr 2021. Dieses Update ist kunterbunt gemischt. Es sind da so ein paar Mediabox-Stil, drei Kuriositäten drin. Ein Film wiederholt sich. Man denkt wirklich, man sieht im Film und täglich grüßt das Murmeltier, weil immer wieder derselbe Film auftaucht. Und ich könnte ganz ehrlich das Update starten, nicht so wie die letzten zwei Videos, die ich machen musste für Update, so spät, weil ich habe keinen Film diesmal verliehen. Und ich sag mal, wenn ihr es sehen wollt, gebt doch einfach mal ein Däumchen nach oben oder hinterlasst ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und wir fangen mit dem ersten Film an, den ich mir Anfang April gekauft habe. Es ist ein Film mit Lance Henriksen und John Saxon, Der letzte Samurai in einem Mediabook. Ja. So, einmal die Rückseite. Es ist ein One-Disc-Mediabook ab 18 Jahren. Aber zum Film kann ich bis jetzt nichts sagen, weil ich habe mir nur den Trailer angeguckt und habe mir gedacht, oh Gott, was ist das? Aber ich habe jetzt bei frei Urlaub und da werde ich mir den mal schön abends reinziehen. Und das war mein erster Film, den ich mir im April gekauft habe. Der letzte Samurai mit John Saxon und Lance Henriksen. Ob der da drin stirbt? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, und es kommt direkt das nächste Mediabook, was ich mir gekauft habe. Es ist sogar noch OVP. Alvin! Und die Chipmunks treffen den Werwolf. Oh mein Gott. Ab 6 Jahren noch hier schön OVP. Ihr seht, da ist noch alles drin. Ja, ich habe den Film einfach gekauft, weil er da bei Müller rumlag. Nein, 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 nein. Ich habe zwei Großneffen, besser gesagt drei Großneffen. Der eine ist aber erst 1 Jahr alt. Der kann da noch nichts mit anfangen. Und wenn die mal zu Besuch kommen, kann ich ja mit den Elfen und die Chipmunks mir angucken. Treffen den Werwolf. So, die Rückseite. Und das war mein zweites Mediabook, was ich mir im April gekauft habe. Und jetzt kommt das dritte Mediabook, was ich mir gekauft habe, wo ich sagen muss, den Film habe ich gesehen. Hat mich gut unterhalten. Aber der das Mediabook designt hat und die Idee hatte, den FSK-Flatschen mit einem Film von Stuart Gordon von Reanimator vorne drauf zu kleben, den sollte man noch im Nachhinein erschießen. Und wir unterhalten uns um den Film Dolls. Ja, es geht wieder um Mörderpuppen, die eben halt Menschen umbringen. 80er Jahre, ja, gut. Man konnte den sich wirklich gut geben. Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Mich hat er wirklich gut unterhalten. Und eine Darstellerin, da waren so zwei Punk-Girls, muss ich sagen. Da war so eine Blonde dabei. Die so, ich so, irgendwo kenne ich sie doch. Irgendwo kenne ich sie doch. Und ich sage nur, take on me, take it on me. Ja, das war die Darstellerin aus dem Video auch von Aha, Take on Me, die hier mitspielt. So, die Rückseite. Einmal die Disc. Und eben halt die andere Disc. Und das war mein drittes und letztes Mediabook, was ich mir im April gekauft habe. Und zwar vom Film Dolls. Jetzt kommt ein Film, wo ich jetzt auch leider zu meiner Schande sagen muss, bis jetzt noch nicht gesehen. Es spielt Bobby Cannavale, Andre Tutu, Christopher Walken, Susan Sarandon und John Turturro mit in Jesus Roads oder Jesus Roads. Ja, der inoffizielle zweite Teil von Big Lebowski. Aber er spielt den Jesus, der eben halt in Big Lebowski eben halt mitgespielt hat. So, die Rückseite. So, einmal die Disc. Hashtag, ihr wisst es. Aber auch hier wieder, gute Freundin war da. Hast du einen neuen Film? Ich so, ja. Ich so, nein, den gucken wir uns doch nicht an. Da haben wir uns doch lieber was Altes angeguckt. Weil, ihr wisst es, die, was für Scheiß, macht ihn aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, den gucke ich noch nicht an. Aber jetzt bald habe ich Urlaub. Und da wird der, genauso wie der letzte Samurai, endlich mal angesehen. Und jetzt kommt das erste Steelbook. Es ist ein Zeichentrickfilm, ein deutscher Zeichentrickfilm von einem deutschen Comic. Ihr müsst es jetzt wissen. Werner Beinhardt. Kult, habe ich schon auf DVD, deswegen ist das hier in einer Schutzhülle mit der Schutzfolie. Ja, doppelt gemoppelt hält besser. Ich tue ja auch immer zwei Pariser drüber. Hier einmal die Rückseite noch mit dem originalen Datenblatt und den FSK-Flatschen hier vorne. Und das war mein erstes Steelbook, was ich mir im April gekauft habe. Werner Beinhardt. Aber es blieb ja nicht bei eins. Es kam ja sogar ein zweites dazu. Und zwar mein absoluter Lieblingsfilm. Der Film der Filme für mich. Der beste Film aller Zeiten.
Es spielen Joe Pesci, Robert De Niro, James Woods, Sharon Stone mit, und ich sage noch, Casino, das 4K-Steelbook. Sieht das nicht mega nice aus? Vorderseite schön, richtig schön, aber die Rückseite finde ich sogar noch geiler, richtig geil. Mit den Karten, mit den Assen, der Dame und den Chips oder Chitons. Ein schöner Film, ein richtig geiles 4K-Steelbook und ich bin froh, dass ich das bei eBay sogar für kleines Geld ersteigern konnte. Und das war mein zweites Steelbook und zwar der Film Casino. Jetzt kommt diese Sonderedition, die ich gesagt habe. Es ist die Special Collectors Edition mit Blu-ray, DVD, Original Soundtrack und exklusiv Character Arts Card. Und zwar Titanic. Das Ding ist wieder so riesengroß, dass ich mich mal verdecken muss. Aber ich gebe mal einen Spoiler. Das Schiff geht unter und Leo stirbt. Oh, boah, bin ich böse. Nein, also das habe ich in Saturn im Online-Shop gesehen. Lag da für 25 Euro rum. Ich so, ja, den Film findest du gut. War es ja sogar dreimal im Kino. Ja, ich war dreimal im Kino drin in Titanic. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, du hast ihn jetzt auf DVD bis jetzt nur. Hol dir mal die Edition. Aber auch hier wieder OVP. Bis jetzt noch keine Zeit gab, den mal auszupacken oder besser anzugucken. Und das war Titanic in der Special Collectors Edition. Ich tue den mal hier hin. Vorsicht. Ja. Und jetzt kommt sogar die erste Kuriosität. Ein Medium, was an mir vorbeigegangen ist. Und wir unterhalten uns um den Film Casino in einer HD-DVD. Was war das? Was ist das? Kann man das essen? Auch hier bei eBay ersteiger für 3, 4, 5 Euro Maximum. Aber mir sagt HD-DVD nicht. Das hatten wir dann auch in der fucking Freaks WhatsApp-Gruppe als Thema. Und das ist an vielen so einigermaßen dran vorbeigegangen. Andere kannten es. Ich kannte es hier nicht im Wuppertal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nicht im Saturn oder Mediamarkt gesehen. Das ist ein Format, ein Medium, was 2005 bis 2008 rausgekommen ist. Aber dann auf einmal verschwunden ist. Und das war Casino in einer sogenannten HD-DVD. Ich zeige es euch mal von innen. Und das war eben halt meine erste Kuriosität. Ja, dann gibt es ja hier noch auf YouTube einen anderen Wuppertaler, so einen Filmonkel. Und mit denen hatte ich so einen kleinen Tausch. Und wenn ihr nicht wisst, wer der Filmonkel ist, ich zeige ihn euch mal. Ach, billiger Fusel. Tja, so ist unser Onkel eben halt. Immer an der Flasche dran. Ja, was soll man dazu sagen? Aber typischer Wuppertaler. Aber wir haben dann so einen kleinen Tausch gemacht. Eben halt, ich paar DVDs, paar Blu-rays abgegeben und er hat mir 4 Stück gegeben, weil auf seinen Karton oder Bildern, was er mir gezeigt hat, war jetzt nicht das, was mich interessiert, großartig. Aber da waren doch 4 Filme, die mich interessiert haben. Den 5. Film, den habe ich weggetan. Der war gebrannt, Junge. Der war gebrannt. Pfui. Nee, das war keine gepresste DVD, das war gebrannt. Und dann noch mit schlechtem Papier voll. Nee, die habe ich sofort ab in der Tonne. Und zwar habe ich als erstes mit ihm getauscht Apocalypse Now Redux. Eben halt ein Film von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando, Robert Duvall, Marty Sheen, Lawrence Fishburne, Dennis Hopper und Harrison Ford. Ein Kriegsfilm. Habe ich letztens oder dieses Jahr sogar noch im Fernsehen gesehen, auf Nitro, meine ich, war das, oder ZDF Neo. Fand ich sehr interessant, habe ich vorher noch nicht gesehen und habe ich mir gedacht, komm, nimmst du den noch mit als Tauschgeschäft. Und das war der erste Film, den ich mit dem Film Onkel getauscht habe. Als zweites kam Casino in der 2-Disc Special Edition. Einmal die Rückseite, eben halt Disc 1, Disc 2. Als nächstes kommt eben halt ein Film mit Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe und Reese Witherspoon, Eiskalte Engel. Und ja, den habe ich bis heute noch nicht gesehen und auch vorher noch nie gesehen. Aber ich muss sagen, Reese Witherspoon, holla, die Waldfee, auch die andere, Sarah Michelle Gellar. Hey, da wäre ich mal gerne der Glöckner. Naja, Junge, was ist los mit dir? Einmal die Rückseite und ein Film, mit dem ich jetzt endlich meine Arnold Schwarzenegger-Ecke auch ein bisschen vervollständigen kann. Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger in Zwillinge Twins.
jetzt nicht der beste Arnie-Film, aber Arnie macht immer noch bessere Komödien als Sylvester Stallone für mich. Und das waren jetzt die vier Filme von diesem Tauschgeschäft mit dem lieben Filmonkel. Dann war ich wieder shoppen beim Müller hier im Wuppertal. Und da habe ich mir den Film geholt, Psycho Goreman. Was soll ich dazu sagen? Interessant ist er. Ja. Auch ein paar nette Effekte drin. Ja. Die Figuren sahen gut aus. Ja. Das kleine Mädchen hier, das da, das hat genervt. Da habe ich mir mal einen Belgier gewünscht, der so im Keller steckt. Weil, boah, das Mädchen war so schlimm. Alter Verwalter. Aber das andere vergisst auch mal eben. Das war wieder politisch unkorrekt. Aber irgendwas hat mir an diesem Film gefehlt. Da war irgendwas, was man da einbauen musste. Aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, was das war. Go, go, Power Ranger. Stimmt, die Power Rangers haben gefehlt in Psycho Goreman. Weil irgendwie die ganzen Figuren hätten auch in Power Rangers mitspielen können. Aber trotzdem, der Film ist irgendwie lustig. Und das war eben halt Psycho Goreman. Oder PG. Jetzt kommt ein Film mit Frank Gillow, Naomi Watts, Michelle Ho und eben Mel Gibson. Boss Level. Trailer sah gut aus. Ja. Alle Filme, die ich bis jetzt präsentiert habe, außer der letzte Samurai, habe ich alle Trailer mal wieder in der Infobox verlinkt. Könnt ihr euch gerne angucken. Auch meine Fucking Freaks Brüder habe ich verlinkt. Ja, aber hier habe ich den Fehler gemacht, mit meiner besten Freundin anzufangen. Da hat man verloren. Da hat man verloren. Die steht eher auf so Filmen wie Casablanca vom Winde verweht. Und die ist jünger als ich. Viel jünger als ich. Aber komm mal mit sowas. Scheiße, tu den Dreck weg. Aber den werde ich mir auch im Urlaub mal genüsslich in Ruhe reingeben. Da werde ich Telefon ausmachen, Handy ausmachen, YouTube ausschalten. Da wird auch nur dieser Film geguckt. Oder Restless Worlds und Der letzte Samurai. Und das war Boss Level. Einmal die Disc und natürlich schön blau. Jetzt kommt das nächste Steelbook, was ich mir gekauft habe. Und das sogar zweimal. Ja, zweimal. Weil beim ersten Mal habe ich mir das beim Saturn bestellt. Habe ich abgeholt. Ja, super, ich habe das Steelbook. Ja, 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 ich freue mich. Haben mir den dann sonntags angeguckt. Und dann war der Spine kaputt. Der war lose. Den konnte man so abziehen. Da waren zwei Dellen oben links. Das hat mich so genervt. Ja, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Ja, ich packe die Steelbooks auch jetzt ein in Tüten. Wenn eine kleine Delle dran ist, stört mich nicht. Aber das hat mich wütend gemacht. Richtig wütend. Ich direkt montags zum Saturn hin. Ich so, ja, ja, der ist ausgepackt. Ich so, ja, der ist ausgepackt. Der war kaputt, aber innen drin. Nee, den können wir nicht umtauschen. Gott sei Dank kenne ich da einen in Saturn Wuppertal oder so. Nimm ihn zurück, er ist Filmsammler. Wir glauben ihm. Und dann, konnte man den ja nicht bestellen und das natürlich reingehen darf man ja auch nicht in Saturn. Ich so, verdammt, verdammt, verdammt. Schnell zum Müller, weil ich habe doch da Samstag den Film gesehen. Ja, und ich habe den Glück und der lag da noch. Und wir reden über den Film Soul. Ein absolut geiler, animierter Disney-Film. Als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, es ist kein Kinderfilm, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist eher was für Erwachsene. Aber richtig schön. 22 ist einfach nur ein geiler Charakter. Auch hier der Hauptdarsteller. Cool. Also richtig schöner Film. Das Steelbook ist so lala. Ich fand den ersten Vordruck schöner mit diesem blauen und nur Soul hier stehen. Aber es hat trotzdem was. Einmal die Rückseite. Hier auch noch schön, wie ihr seht, wieder eingepackt. Aber dieses Steelbook ist in Ordnung. Ja, als ich mir dann dieses dann am Montag da geholt habe, habe ich dann in der Ecke Kauf 5. Zahl 20 auch ein paar Filme mitnehmen können, auch wieder bei Müller. Und zwar als erstes die DVD von Countdown. Ich habe ihn gestreamt, als er rausgekommen ist. Fand ihn nicht dolle. Habe ihn mir jetzt nochmal reingezogen und ich finde ihn immer noch nicht dolle. Aber mein Gott, für das Geld nahm ich den einfach mal mit. Und das war Countdown. Dann ein Film mit Julia Ormond, Richard Gere und dem erst im letzten Jahr verstorbenen Sean Connery, der erste Ritter, noch OVP, da klebt noch der Originalaufkleber hier 5 für 20 drauf. Fand den früher, als ich das erste Mal gesehen habe, gut, aber wie ich ja schon gesagt habe, er ist original verpackt.
den werde ich mir dieses Wochenende erstmal reinziehen. Und ich freue mich sogar drauf, weil ich habe den wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und das war Der erste Ritter. Dann eben halt auch in dieser Aktion Tom Cruise, wie heißt sie nochmal? Kelly Preston spielt mit, die Süße, da war sie wenigstens süß, René Zellweger und Cuba Gooding Jr. in Jerry Maguire Spiel des Lebens. Führ mich zum Schotter! Ja, führ mich zum Schotter! Film, beim ersten Mal fand ich ihn gut, jetzt fand ich den okay, aber es ist jetzt nicht so, dass der nächsten Monat wieder im Player landen muss, aber ich bin ja jetzt auch happy, dass ich diesen Film in einer Sammlung habe. Und das war Jerry Maguire. Führ mich zum Schotter! Und wieder ein Film von dieser Aktion. Ein Film mit ehemal Monica Bellucci, Cole Hauser und Bruce Walter Willis. Und ich muss sagen, auch ein für mich unterschätzter Bruce Walter Willis Film, weil ich habe den gesehen. Ja, ich fand den dato gut. Ich habe ihn jetzt wieder gesehen und ich muss sagen, ich finde den bombastisch. Richtig bombastisch. Und zwar, wir unterhalten uns in dem Film Tränen der Sonne. Er, ein Elitesoldat, der in afrikanischem Gebiet eine amerikanische Ärztin, und zwar da, Monica Bellucci, rausholen muss. Die will nicht, weil die hat eben halt so ein Flüchtlingskrankenhaus, wo die dann eben halt Patienten behandelt. Und die so, ich gehe, wenn die mitgehen. Ja, Bruce Willis sagt, okay, die können mit. Verarscht die im Endeffekt, kriegt aber Gewissensbisse und landet wieder mit seiner Truppe und die gehen durch den Dschungel, damit sie zur nächsten Grenze kommen, wo sie in Sicherheit sind. Tolle Action, gute Musik drin, so leichte afrikanische Soundeffekte, gut gespielt von Bruce Walter Willis, einfach nur ein Top-Film. Und ich weiß auch nicht, wieso der nicht so gehypt ist. Und das war Tränen der Sonne. Jetzt kommt der letzte Film, den ich mir geholt habe in dieser 5 für 20 Aktion. Ein Film mit Jessica Lange und Dustin Hoffman in Tutsi. Ja, auch hier wieder OVP. Habe ich mich noch nicht dran gewagt, weil ja, ich liebe Dustin Hoffman. Ich finde Kramer gegen Kramer gut, Outbreak gut mit denen. Aber hier, auch bis jetzt zu meiner Schande, ich bin 50 Jahre alt. Noch nie gesehen. Aber ich werde mir den auch jetzt dieses Wochenende oder spätestens in meinen Urlaub mal das erstmal reinziehen. Das wird dann für mich eine Erstsichtung. Und zwar von Tutsi. Die Rolle seines Lebens. Wir hatten hier gerade eine Kuriosität mit der HD-DVD. Und jetzt kommt die nächste Kuriosität. Und zwar das hier. Ja, es ist der Film Casino. Ich muss mal wieder mein Gesicht verdecken. In einer Riesenhülle. Nein, es ist keine Schallplatte, es ist auch keine Special Collectors Edition. Es ist was ganz Besonderes. Und zwar, ich muss es rausholen. Nein, es ist immer noch keine Schallplatte. Und zwar eine sogenannte Laserdisc. Leute, guckt euch mal diesen Oschi an. Ist das nicht groß? Und dann, hoppala, Rückseite nochmal. Das ist so der erste Vorreiter von den DVDs gewesen. Ja, eine sogenannte Laserdisc. Und das war nicht die einzige Disc, die da drin ist, sondern es ist sogar noch eine zweite mit Rückseite. Weil Datenvolumen hatte dieser dicke Oschi gar nicht. Aber das ist so geil. Also ich finde das so geil, dass ich jetzt eine Laserdisc in meiner Sammlung habe. Und dann auch wieder von meinem Lieblingsfilm, für den besten Film aller Zeiten. Und zwar Casino für mich. Und dann eben halt auch für einen Schnapperpreis. Ich glaube, das waren 8 Euro ohne Versandkosten bekommen habe. Und ja, aber ich den nie sehen kann auf dieses Format. Aber ich finde es einfach cool, dass ich den jetzt in diesem Format habe. In einem schönen, großen, wie sagt man, LP-Karton. Einmal die Rückseite. Nochmal die Vorderseite, da steht es, Laserdisc. Kanntet ihr die? Wenn ja, schreibt es mir doch mal in den Kommentaren. Oder wenn es für euch Neuland ist, schreibt es mir auch gerne in den Kommentaren. Ich lese gerne was von euch. Und das war jetzt mal wieder ein Riesen-Oschi vom Film Casino. Und zum guten Schluss kommt Casino. Ja, das ist keine DVD. Das ist keine HD-DVD, das ist kein 4K, das ist kein Steelbook, das ist kein Blu-ray, sondern
VHS-Kassetten. Ja, das sind die amerikanischen Casino-VHS-Kassetten. Und die nächste Kuriosität ist, da sind zwei drin. Einmal Breitbild und 16:9 Format. Ich hole es einmal raus. Casino 1 und Casino 2. Das war unser Medium früher, als wir Kinder waren. VHS-Kassetten. Einmal hier das Band. Da war der Film drin. Mein Gott, ich bin alt. Und das war die nächste Kuriosität. Ich habe die VHS-Kassetten von dem Film Casino aus Amerika. Und so gesehen war das jetzt auch mein letzter Film, den ich präsentiert habe für den Monat April 2021. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einfach mal ein Däumchen nach oben. Ich würde mich freuen. Oder wenn ihr es nicht gemocht habt, einfach mal einen Daumen nach unten. Ich kann mit Kritik leben. Aber wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, schreibt mir doch mal einfach was in den Kommentaren, was euch nicht gefallen hat, was ich ändern soll. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal ehrlich zu mir seid. Sonst schreibt mir, wie ihr mein Update fandet, welchen Film ihr interessant fandet oder welchen ihr noch nicht gesehen habt. Oder warum so viel Casino? Warum? Und täglich grüßt das Murmeltier mit dem Film Casino. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Früh, was weiß ich, Wochenende. Bis demnächst. Macht nicht mehr so dolle und tschüss.